Hallo, willkommen zur neuen Folge Minecraft Sparkle und ich bin so SG Led Boys. Und ihr habt gerade gemerkt, es hat ein bisschen geleckt. Okay. Und OBS auch. Dann passt das, egal, Leute. Sparkle spiele ich gerade mit bisschen weniger FPS als sonst. Keine Ahnung warum. Das ist ein bisschen skurril. Aber egal, Leute. Was haben wir letzte Folge gemacht? Da haben wir ja die Ostersuche vom Osterhasen gemacht. Und haben dann herausgefunden, dass Wook leider wirklich tot ist. Da haben wir ihm letzte Folge am Schluss noch eine Schweigeminute eingefügt, damit man ihn ehrt. Es war unser Meister und er muss in Ehren gehalten werden, Leute. Und wir können uns mal wieder ein bisschen XP holen. Ja, so schöne 19 XP. Passt das auch, Leute? Und ich würde sagen, wir wechseln erstmal ein T-Shirt um an Wook zu denken. Nehmen wir das Knochensager-Shirt. Wie craftet man das doch mal, Leute? Hier, wo ich die T-Shirts gemacht habe, habe ich sogar passend zu jedem T-Shirt ein Crafting-Rezept gemacht, Leute. So, damit das passt, damit ich jedes T-Shirt beliebig oft craften kann. Ist das nicht wunderhaft, Leute? So, das ist schon fast abgenutzt, das kann weg. Und dann können wir das frische anziehen. Das frische Knochen-Saga-Shirt, Leute. Oh, ich merke es auch schon. Und Leute, die Serie, der Saga, die zweite Serie der Knochen-Saga geht so langsam dem Ende über, Leute. Ihr merkt schon, sind jetzt bei Folge 83, glaube ich. Und es geht gerade schon richtig ab. Und bald kämpfen sie sogar gegen OG, Leute. Und unserem großen Erzfeind, hoffe ich mal, Leute, können wir dann unser Handwerk legen und unsere Thales bekommen. Leute, guckt euch Evil Skeletbus an. Unser Feind. Okay, nach darf OG, den wir aber diese Folge jetzt töten müssen. Und Leute, hier haben wir unseren kleinen Roboter Robot, den wir letzte Folge gefunden haben. Und Leute, ich habe mir mal ein paar... Okay, Leute. Eigentlich haben wir jetzt noch keine richtigen Namensidee für unseren Roboter. Schreibt mal bitte welche, wenn ihr irgendeinen Namen in die Kommentare habt. Dann schaue ich nach der Folge nochmal letzte Folge die Kommentare. Wenn nicht, warte ich auf die von dieser Folge. Ich kam noch nicht dazu, Kommentare zu gucken. Aber Leute... Ja, und dann machen wir nächste Folge oder so Abstimmung, wie wir den nennen. Wenn nicht, überlege ich mir auch noch ein paar Namen für den Roboter, für diesen Roboter. Und dann haben wir auch für ihn einen kleinen, dezenten Namen. Oder was meint ihr, Freunde? Was meint ihr, könnte denn als Name passen für unseren Roboter? Was könnte Same für den Roboter denn passen, so schöne? Okay, Leute, da musste ich gerade einen Cut machen, weil ich kurz gestört wurde, Leute. Das wollte ich euch jetzt nicht antun oder jetzt nicht einfügen in der Folge, die Störung. Aber egal, wo sind wir gerade stehen geblieben? Beim Roboter, glaube ich. Jetzt schreibt einfach mal ein paar Roboter-Namensideen in die Kommentare, denn weil es ist ja unser Hausroboter und dazu passen dann auch schon ganz schöne Namen. Hallo, Leute. Was? Wie geht's? Du bist doch gestorben. Leute, ich muss mit dir sprechen. Leute, was geht? Hä? Wieso ist er jetzt durch die geschlossene Tür? Hä, was meinst du, dass ich gestorben bin? Ja, du bist bei der Belebung von Freyla im Boden gestorben. Leute, das habe ich dann nochmal entdeckt im Schnitt. Und Leute, wow, er ist da und lebt. Aber Leute, geht bitte beim Professor ab? Hä? Er ist doch gestorben. Es kam da sogar noch im Chat, dass er gestorben ist. Das habe ich aber in der Folge nicht bemerkt. Ich wollte sagen, dass ich es geschafft habe, den Kumpel wieder zu beleben. Wen? Diesen Wook.
Hä? Ich habe dir dafür nichts gegeben. Leute. Hä? Was sagt ihr jetzt? Ha? Ich sage, das ist niemals der Professor. Leute, es war ein Scherz. Okay. Leute. Wenn das der Professor ist, dann habe ich 1 Million Euro. Hä? Das ist... Und jetzt sollst du sterben. Leute. Skateboys. Leute. Der Professor hätte mich niemals angegriffen. Der Professor ist einer unserer ältesten und besten Freunde. Und ich habe jetzt diesen komischen Professor jetzt getötet. Weil es eh nicht der richtige Professor ist. Weil, ja... Der richtige Professor, der hätte das ja eh nie getan. Oder was meint ihr, Leute? Hä? Was meint ihr? Hä? Was? Hä? Leute, warum sind hier nochmal so viele Professor? Junge, Leute, das ist schon wieder so eine Sache, wie, wisst ihr noch, mit den Robotern, die uns angegriffen hatten. Leute, wisst ihr das nicht mehr? Die hatten uns doch angegriffen, so viele. Hä, Leute? Das waren jetzt bitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Professoren oder so, Leute, die uns angegriffen haben. Hä? Warum, Leute? Wieso? Und, Leute? Wieso? Wie bei den... Robotern, was auch, kam auch wieder einer viel zu spät, Leute. Hat das das hat safe was mit dem Imperium zu tun, Leute. Aber, nein, Leute. Oh. Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach zum Professor, weil wenn es jetzt ganz viele von dem Professor gab, muss es dann auch irgendwas in seinem Labor geben. Wo der Professor gestorben ist in der Folge, kann es auch sein, dass das auch wieder so ein komischer war, Leute. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal bei ihm drüben im Labor und gucken, ob er noch lebt oder ob das Imperium irgendwie da ist oder so, Leute. Weil, wir bräuchten irgendwelche Anhaltspunkte, um herauszufinden, ob der Professor... Das wirklich ist oder nicht, oder was das jetzt genau ist. Weil ich will wissen, was das Ganze jetzt ist. Und, Leute. Junge, was laggt bitte mein Spiel so bitte? Junge, Leute, hier lädt gefühlt gar nichts. Und warum? Okay, Leute. Skelly, hi. Wieso ist jetzt plötzlich der Professor da? Okay, Leute, mein Spiel laggt heute komplett. Es tut mir leid, was, dass du gestorben bist. Was da passiert ist. Was? Gerade oder wann? Hey, Leute. Ich erkläre dir mal alles. Mit den ganzen Klone. Was? Was? Mit den ganzen Klonen. Ich habe vor kurzem angefangen mit Klonen. Und war der gestorben ist, bei Frailer auch einer. Leute. Und die ersten haben funktioniert. Leute. Ich würde mal vermuten, weil ich ja vor kurzem angefangen. Er hat ja gesagt, dass sie erst funktioniert haben. Bei Freya, der hat ja, sag ich mal, funktioniert. Haben mir bei der Arbeit geholfen. Nur jetzt. Was jetzt? Leute, eigentlich wäre es so indirekt confirmed, weil die ihm ja bei der Arbeit geholfen haben. Und es kann ja sein, dass sein Klon uns geholfen hat, Freya wieder zu beleben. Und Leute, was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Ist beim Klon bei der Binärstelle eine 0 statt eine 1 gewesen und hat die Klone böse gemacht, durchgeknallt. Okay, Leute, Binärcode
hatte ich, kann ich nicht lesen, aber ich weiß, dass es 0110000 aus Nullen und Einsen besteht. Jetzt funktioniert wieder alles und ich bin der Echte. Okay. Wenn er der Echte ist, Leute, müsste das eigentlich bei Freyla nur ein Klon gewesen sein. Weil anders kann ich mir das nicht sagen. Ist sonst alles gut bei dir? Ja. Eigentlich, Leute, oder was meint ihr? Soweit ist eigentlich alles gut bei mir. Ich weiß es nicht, was jetzt nicht gut sein sollte, oder? Was meinst du, Professor? Da bist du doch nur wieder ein weiterer Klon. Deiner selbst. Okay, Leute, nein, sowas, so einen Move machen wir jetzt nicht. Wir sind mal lieber nett, Professor, weil das ist ja wie er selbst, meinte ich. Ich werde mal jetzt die Klonmaschine umbauen, damit sowas nicht passiert. Schönen Tag noch. Ja, dir auch, Leute. Okay. Anscheinend waren das alles nur Klone. Wieso auch in aller Welt klont man? Okay, verständlich, dass es bei der Arbeit hilft. Okay, ja, Klon ist doch schon was Gutes. Aber dass Klone dann nicht funktionieren, ist die schlechte Sache, wie wir es gerade gesehen haben. Aber Leute, ich frage mich jetzt, war das jetzt ein Klon bei Freylas Sache oder nicht? Es muss doch ein Klon gewesen sein. Warum kriege ich schon ihr Cases? Weil, weil eigentlich ist ja, das war ja gerade der Professor, wie er meinte. Und ich würde ihm mal Glauben schenken, weil bei den Klonen kann man jetzt auch, Professor Wolf von Skyboys erschlagen. Und da stand ja irgendwie, der Professor ist in Erde erstickt oder so, Leute. Warum auch immer. Robit, was meinst du? Was meinst du zum Professor? Ich glaube, es ist der Richtige. Soll ich ihn scannen? Robit, mach das, wenn du willst. Scannen, es ist der Richtige. Okay, Leute, Robit ist einer meiner. Oh Gott, Leute, jetzt fange ich auch schon mit Robotern zu reden. Das geht bei Sparky mittlerweile ab. Red einfach mittlerweile mit Robotern. Und dann ein Kumpel von uns fängt einfach an mit Klonen. Wieso? Leute, warum ist schon wieder Nacht? Ach Gott. Aber Leute, wenn der Professor klonen kann, ist das eigentlich praktisch. Und Leute, was geht ab? Ich drück Shift. Hä? Ich gleite einfach auch ohne Gleiter. Leute. Okay, das Jetpack ist doch krasser, als ich dachte, Leute. Ja, ich bin eigentlich mit dem Jetpack eigentlich ganz zufrieden, Leute. Oder was meint ihr? Und warum ruckelt mein Spiel? Warum hab ich... Hä, normal hab ich... Leute, ich gehe einfach heute nicht auf Sparky ein. Sparky ist heute schon skurril genug, Leute. Aber, was ich sagen wollte... wenn der Professor klonen kann, ist das richtig praktisch, wenn wir irgendwie einen Kampf gegen Darth Maul G machen. Weil dann kann er einfach eine riesen Klonarmee von mir, ja, auf Darth Maul G drauflaufen lassen. Dann kämpft er gegen die alle, merkt, dass ich es nicht bin. Dann können wir einfach killen. Leute, oder was seid ihr? Ich würde einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Abonnieren. Und so. Jetzt sage ich nicht ciao, Leute. Whee!